Was? Die Oma ist gestorben, aber kann ich dir auch erzählen, wie die gestorben ist? Ja. Die ist für immer einfach eingeschlafen. Da hat die Schwester von der Mami einen Besuch gemacht bei der Oma, die gestorben ist. Und als die Trixie gegangen ist, meine Tante, hat sie sich ins Bett gelegt und ist für immer eingeschlafen. Und wo ist die Oma dann hingekommen? Und dann ist sie in so ein Haus gekommen, wo die Leute verbrannt sind. Wurde sie in einen brennenden Ofen gelegt und dann ist sie verbrannt worden und die Asche wurde dann in dieses runde Blechding getan mit dieser Holzschicht. Mit dem Deckel drauf, ja? Wie nennt sich die Blechbüchse? Ohne, glaube ich. Ohne, ja, ne? War die aus Blech oder war die aus Plastik? Gibt es auch welche aus Stein? Und dann habt ihr die Oma beerdigt, ja? Jo. Und da habt ihr alle gesungen. Ja, und bei der Beerdigungsfeier durfte ich mit dabei sein. Und wie war das, die Feier? Traurig, ich habe nämlich geweint und mein Opa war ja am schlimmsten beteiligt, weil er ja von Oma, die gestorben ist, das Kind war. Der Opa war das Kind? Von der Oma, die gestorben ist. Ja. Und der hat auch geweint. Na, der Opa war der Mann von der Oma, nicht das Kind. Doch, das Kind, echt. Der Opa war das Kind von der Oma? Jo, den Opa, den er als Vater hatte,